Für 54, da fing alles an. Das Wunder von Bern, ja, damit alles begann. 20 Jahre später war's wieder mal so weit. Der Franz als Kapitän, kennt er mir, der geht die Zeit. Mit Meier, Breitsch, der Oberrat, der Sieg war unser Lohn. Und außerdem erhatten wir den Bomber der Nation. Die nächsten Jahre lief es leider nicht so gut. Vielleicht haben wir uns zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht. Italien 1990 war's dann das dritte Mal. Wir spielten zwar nicht super, aber unter dem Pokal. Der Kapitän war Lothar, der Teamchef und der Franz. Könnt ihr euch erinnern, war das ein Heulentanz? Mit Berge holten wir die EM nochmal nach Haus. Doch dann ging's nur noch abwärts, das deutsche Spiel ein Chaos. Zu Recht waren alle in diesem Jahr besaut.